Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Auch gerne wollen wir heute wieder für dich beten. Vielen Dank auch für die vielen Resonanzen, die wir erhalten haben. Da schreibt uns jemand: Wer außer unserem Gott kann uns jetzt noch wirklich helfen? Wie ihr die Sendung aufgebaut habt, ist sehr schön. Vielen Dank für die Rückmeldung. Das ist doch wunderbar. Genau darum geht es. Wer außer Gott kann uns jetzt noch helfen? Und deshalb wollen wir auch gerne alle Gebete zu ihm bringen, alle Sorgen, alle Nöte, und wir beten gerne für dich. Hoffnung um 12. Wir wollen dich ermutigen. Und heute habe ich was ganz Spezielles für dich mitgebracht. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder per Telefon bis 13 Uhr. Ja, was ich mitgebracht habe, ist ein Maßstab und ein Gymnastikball oder so ein Handball, wo man für die Hand benutzt, als Virusbeispiel. Und es ist wirklich so, Gott ist das Maß aller Dinge. Und wenn wir sehen, so ein Maßstab hat ein festes Maß. Das sind jetzt 20 Zentimeter. Wenn man aufmacht, geht er auf 2 Meter. Es ist ein festes Maß. Dieses Maß ist, wenn es regnet draußen, wenn die Sonne scheint, wenn es dir schlecht geht, wenn es dir gut geht, egal wie, das Maß bleibt. Dieser Virus ist zurzeit sehr, sehr laut und sehr dominant und grell und ist aber kein festes Maß. Er verformt sich dauernd, er verändert dauernd seine Substanz und wie wir wissen, und es ist kein festes Maß und er wird irgendwann mal wieder ziemlich im Hintergrund sein. Und das Maß, das zählt immer. Und Gott ist wirklich das Maß auch für dein Leben, nicht der Virus. Wenn er auch momentan Angst macht, wenn er dir momentan Sorgen macht, weil du keine Arbeit hast oder was auch immer. Dieses Maß, das ist das, was auch in dieser Zeit zählt. Es ist nicht so grell, es ist nicht irgendwo so biegsam, es ist auch nicht irgendwo modisch, aber es ist das Aktuellste, was du haben kannst. Das Maß aller Dinge, das Wort Gottes, Jesus, was er für dich getan hat. Und dafür möchten wir jetzt beten. Herr, ich danke dir dafür, dass du jetzt jeden kennst, der wirklich Angst hat oder irgendwo verzweifelt ist, weil dieser Virus so richtig zuschlägt und grell ist in dieser Zeit. Ich danke dir dafür, Herr, dass wir auch in dieser Zeit das Maß aller Dinge haben, dein Wort, deinen Sieg. Und ich danke dir dafür, dass wir das nehmen dürfen und damit leben dürfen. Und wir möchten heute auch für Menschen beten, die Existenzängste haben. Und dazu haben wir ein Gebetsanliegen erhalten von der Dorothee über gebet@missionswerk.de. Und sie schreibt: Liebes Team, gerne nehme ich eure angebotene Gebetsunterstützung in Anspruch. Wir sind ein kleines mittelständisches Unternehmen und kämpfen mit unseren Mitarbeitern ums Überleben, wie derzeit so viele Unternehmen. Unser Anliegen, dass unsere Mitarbeiter mit Familien gesund bleiben, dass wir trotz Krise genügend Aufträge erhalten, um die Arbeitsplätze erhalten zu können, dass wir Ideen entwickeln für Produkte, die derzeit gefragt sind, und dass wir die Kraft, die jeden Tag von uns abverlangt wird, durch Gottes Gnade erhalten, um hier durchzukommen. Im Vorfeld meinen herzlichen Dank. Ja, Jesus, wir wollen dir gerade auch diese Menschen bringen, die in Existenznot sind. Danke, Jesus, dass du da eingreifst, gerade auch in dieser Firma. Danke, dass du Ideen schenkst, was man tun kann, dass du Kraft schenkst, um weiterzumachen, dass du einfach Weisheit gibst, dass Neues hervorkommt. Und danke, Jesus, dass du jeden Einzelnen gesund erhältst. Danke, Jesus, für die Kraft, die du ihnen jeden Tag gibst, auch für die Aufträge, die hereinkommen. Danke, Jesus, dass du derjenige bist, der hilft, dass du derjenige bist, der sie versorgt. Danke, Jesus. Aber auch für all die anderen, die in Existenznot sind, danke, dass du ihnen hilfst. Jedem Unternehmen, das in Not ist. Danke, Jesus, für Weisheit, für Kraft, für Gesundheit und für Aufträge. Danke, Jesus. Amen. Schreib uns dein Anliegen oder ruf uns jetzt an. Die Infos sind eingeblendet.
Ein anderes Gebetsanliegen hat uns erreicht. Die Anne schreibt uns Folgendes. Meine Situation ist nicht mehr erträglich. Ich bin wieder in die Depression gerutscht und brauche dringend Gebet gegen allerlei Symptome der Depression. Mein Mann hat mich verlassen und es quälen mich immer wieder negative Zukunftsaussichten. Und die Virenepidemie hat meinen Anker und mein Ziel zerstört. Ich halte an Jesus fest, aber ich brauche Unterstützung. Ich habe keine Worte mehr. Ja, ich glaube, genau in dieser Lage sind viele heute. Und wenn du sagst, genau in der Lage bin ich, dann sei wirklich jetzt mit dabei. Wir machen uns eins und Gott erhört Gebet. Danke, Herr, dass du Gebet hörst und auch erhörst. Herr, die vielen Dinge, die so negativ auf einem reindrücken, dass viele, was passiert auch in Sachen Beziehung und alles drumherum, wie wir es gehört haben. Ich danke dir dafür, dass du mit deinem Frieden hineinkommst. Herr, dass auch die Depressionen weichen müssen, wenn uns klar ist, wer du bist, was für eine Kraft du hast. Ich danke dir dafür, Herr, dass wir froh sein können, fröhlich sein können, wenn wir wissen, wie stark deine Kraft ist und deine Macht ist und dass du alles weißt, alles kennst, dass du uns kennst, dass du unsere Situation kennst und dass du mitten hineinkommst. Danke, Herr, berühre jetzt jedes Einzelne, das diese Situation vor Augen hat. Danke. Amen. Amen. Bei vielen Menschen hat Gott auch schon eingegriffen. Und da habe ich euch zwei Zeugnisse mitgebracht, die ich gerne vorlesen möchte. Da schreibt uns jemand, ich hatte eine Lungenoperation und bin davon ausgegangen, dass ich eine Woche im Krankenhaus bleiben müsse. Die OP war am Donnerstag und ich durfte schon am Sonntag nach Hause, da der behandelnde Arzt mir mitteilte, dass beim Röntgen der Lunge alles in Ordnung sei. Schmerzmittel habe ich abgelehnt, da es mir gut ging. Danke für eure Gebete. Ich habe sie gespürt. Ich kann nur Danke sagen, dass das große Problem der Lungenoperation sich bis jetzt als kleine Sache erwiesen hat. Bis jetzt habe ich beim Atmen keine Einschränkungen wahrgenommen. Alles Liebe euch. Und das ist doch oft so, dass wir eine große Sache befürchten oder für uns eine große Sache ist. Und für Gott ist das eine kleine Sache, wenn er eingreift. Und ein zweites Zeugnis ist von der Heilungskonferenz. Ich kam mit Schmerzen im Lendenwirbelbereich und in der rechten Hüfte zu den Heilungstagen. Die Schmerzen sind verschwunden. Ich danke Gott von ganzem Herzen. Die Heilungstage waren wunderbar. Und Jesus, ich möchte dich jetzt bitten, dass du bei jedem eingreifst, der Schmerzen hat. Egal, wo diese Schmerzen sind, du weißt es. Du kennst jeden, der jetzt zuschaut, der Schmerzen hat. Und ich danke dir, Jesus, dass du deine Hand jetzt da drauf legst und dass Heilung fließt. Danke, Jesus, dass du derjenige bist, der den Menschen hilft und der heilt. Danke, Jesus. Amen. Amen. Hast auch du etwas Wunderbares erlebt? Eine Heilung oder was Besonderes in diesen Tagen? Lass es uns wissen. Schicke ein kleines Filmchen oder Text auf die eingeblendete WhatsApp-Nummer. Wir würden es gerne weitersagen, um andere damit zu ermutigen. Ja, jetzt kommt der Tipp des Tages. In dieser Woche ist richtig schönes Wetter. Es kommt Ostern. Wie sieht's mit deinen Fenstern aus? Es ist doch was Wunderbares. Also mir geht es so, wenn man was geputzt hat oder was erledigt hat, man fühlt sich richtig gut. Man geht zwar nicht gerne dran, aber wenn es erledigt ist, fühlt man sich richtig gut. Pack's an, putz mal deine Fenster und wenn du im ersten Stock bist, kann ja dein Mann von außen helfen. Das mache ich so, im sechsten Stock geht das weniger so. Aber putz mal die Fenster und du wirst sehen, dass du ein wunderbares Ostern erleben wirst, indem du draußen die Sonne so richtig schön siehst und wieder was erledigt ist. Und dann kannst du es feiern mit einer Tasse Kaffee hinterher. Vielen Dank, dass du dabei warst. Du kannst weiter dein Anliegen senden. Wir beten gerne für dich. Unser Telefonteam ist noch bis 13 Uhr für dich da.
Die Sonntagspredigten, die wir immer streamen, die kann man auch danach noch eine Woche sehen auf unserer Webseite. Geh auf unsere Seite missionswerk.de und von dort auf Kirche vor Ort, dann kannst du eine Woche lang die Sonntagspredigt sehen. Wir wären auch froh und würden uns freuen, wenn wir wieder Feedback von euch bekommen würden, wenn wir einfach gesagt bekommen, was euch gefällt oder vielleicht, was euch auch nicht gefällt. Vergiss nicht, deine besonderen Erlebnisse uns mitzuteilen. Und jetzt möchte ich dir noch den Gebetsleitfaden empfehlen. Wir haben da zusammengestellt so einige Gebete, auch das Vaterunser ist drin. Das soll für dich ein Anhaltspunkt sein, mit Gott zu reden. Du kannst diesen Gebetsleitfaden gerne kostenlos bestellen. Wir werden ihn dir gerne zusenden. Dann noch zum Abschluss. Am Karfreitag, jetzt am Freitag, haben wir Gebetsnacht um 14 Uhr. Wir machen die Nacht zum Tag, weil doch so viele zu Hause sind. Schalte ein, wir sind auf Livestream und auf YouTube. Freitag um 14 Uhr die Gebetsnacht. Für heute verabschieden wir uns und freuen uns, wenn du morgen wieder dabei bist bei Hoffnung um 12. Alles Gute und Gottes Segen. Tschüss.